Hallo ihr Lieben, viele haben mich gefragt, wo fährst du eigentlich ganz genau hin? Und was es mit diesem Bild hier auf sich hat, das werde ich euch in diesem Video erklären. Bleibt dran! Ja, ihr Lieben, nochmal herzlichen Dank, dass ihr reinschaut. Herzlich willkommen. Da war noch die Sache mit diesem Bild hier. Und da war noch die Frage, sag mal, Thorsten, wo fährst du eigentlich hin? Diese Frage ist immer wieder aufgekommen und ja, wenn ich ehrlich bin, ging es mir erstmal darum, dafür zu sorgen, dass ich das Haus erstmal auflöse, dass ich erstmal schaue, dass ich das erstmal hinter mir lasse und was dann kommt, das kommt dann danach. Aber so ganz befriedigt hat mich das dann doch nicht, weil man sagt, ich fahre jetzt los und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wohin. Da sagt ich immer so, es kommt da erstmal gar nicht drauf an, erstmal los. Das war so meine Antwort, die ich bisher mal gegeben habe. Aber dann war immer so ein bisschen natürlich was im Hintergrund, was ich gerne wollte. Ich wollte immer mal gerne zum Nordkap hier ganz oben in Europa. Da ist das Nordkap, da war meine Oma mal gewesen, da ist dann so ein Globus zu sehen. Das ist da eigentlich ziemlich karg da oben, aber das ist der nördlichste Punkt halt. Und ich wollte immer mal auf den südlichsten Punkt hier unten, das ist dann in Gibraltar. Gibraltarküste, soweit ich weiß, zu England. Zwischen Spanien und Marokko quasi dann gelegen, so der kleinste Punkt da unten, wo der kleine Durchgang ist hier zum Mittelmeer hin. Und da wollte ich auch immer gerne mal hin. So, das waren also meine Punkte, dass ich also quasi von Schleswig-Holstein hier einmal runterfahre nach Gibraltar und einmal oben hinfahre zum Nordkap. Das ist so das, was Leute im Urlaub auch so machen. Die fahren dann mal eben schnell dahin und wieder zurück und das ist dann der Urlaub. Nun habe ich aber gar keinen Urlaub. Ich habe ja quasi frei. Was mache ich also dann? Und dann kam noch Dirk. Dirk sagte zu mir, Mensch, Thorsten, pass mal auf, wir sind da häufiger mal in Lettland und wie wäre es denn, wenn du es mal besuchst? Und da habe ich so gesagt, Lettland, das war jetzt so gar nicht so erstmal auf meinem Plan gewesen, ist ja auch so die Nähe dann da hier, wo es vielleicht alles gar nicht so ganz so fröhlich ist da irgendwo. Und dann plötzlich schoss ich mir durch den Kopf und dachte, Mensch, das ist ja die Idee schlechthin. Im Moment bin ich hier, also im Oktober werde ich hier losfahren, Oktober 2022 in Schleswig-Holstein und mich dann so langsam durch Frankreich durchbewegen, nach Spanien und dann möchte ich einmal hier unten in Gibraltar einmal meine Füße ins Wasser reinhalten, das werde ich darüber berichten. Und wenn ich da dann starte, so im Januar 2023, dann würde ich so über Portugal fahren, durch Spanien durch Frankreich, dann durch Deutschland, vielleicht nehme ich auch Belgien mit, mal gucken, weiß ich nicht, oder Schweiz, vielleicht Tschechien, ein bisschen Polen, also möglichst viel von Europa auch eben halt gerne sehen. Dann nach Litauen, um Kaliningrad hier herum, das ist ja eine russische Enklave da. Und dann nach Lettland und da würde ich dann die Verwandtschaft mit besuchen und den Dirk, also ich freue mich da echt drauf, dass wir da mal hinfahren, uns da dann sehen. Da würde ich sonst normalerweise gar nicht hinkommen. Insofern war dein Gedanke, na, besuch uns doch mal da, vielleicht eine ganz, die Anregung schlechthin. Ja, von da aus dann nach Estland und dann ist da so die ganz große Frage. Die Idee war ja dann, wenn man dann nach zum Nordkap durchfährt, dass man das eben alles auf dem Landwege macht. Und das heißt eben halt, dann müsste ich hier einmal um St. Petersburg herumfahren. Dafür bräuchte ich aber, um nach Russland reinzufahren, ein Visum. Und nun ist natürlich die große Frage, könnt ihr mir unten vielleicht auch mal in die Kommentare reinschreiben, ist das gut, ist das eher nicht so gut? Also ich habe bisher ganz viele Rückmeldungen bekommen, vorsichtig da reinzufahren, gerade in der jetzigen Krisenzeit ist das vielleicht alles nicht ganz so fröhlich. Aber es wäre natürlich schon toll, wenn man einmal sagt, ich nehme St. Petersburg mit und schaue, fahre da mal durch. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Ich habe zumindest mal angefragt bei der russischen Botschaft. Man kann das Visum frühestens ein halbes Jahr vorher beantragen. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Visum dafür. Und da gibt es verschiedene Visa. Entweder ein Touristenvisum oder ein Transitvisum. Da gibt es ganz verschiedene. Aber die beraten eben halt nicht das, was man braucht. Und ich hätte jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass ich genau das Falsche habe. Ich bin irgendwo da, wo ich nicht mich bewegen darf und schwupp. Geht es mir wieder amerikanische Sportlerin, die da irgendwas Falsches im Koffer hatte und dann einen etwas längeren Aufenthalt hat. Sag mir mal, ob das gut ist oder nicht gut ist, ob man das machen kann oder nicht machen kann. Ich hätte große Lust dazu. Zumindest, ob ich entweder dann um St. Petersburg herumfahre oder aber von Tallinn dann nach Helsinki mit der Fähre übersetze, was natürlich dann auch nicht ganz geschenkt ist, ne? Zumal ich ja dann auch noch einen Anhänger hinten dran habe. Da würde ich dann hier nach Finnland rüberfahren und dann hier durch Finnland durchfahren. Und was ich bisher recherchiert habe, ist, wenn man eine Tankstelle sieht, dann soll man auch tanken, weil es könnte sein, dass wenn man nicht tankt, dann die nächste etwas weiter entfernt ist irgendwo. Also bis nach oben dann zu Nordkap hoch. Der Plan wäre dann hier im Juli nächsten Jahres dann Lettland zu besuchen, dann im August, Anfang September irgendwie so dann zum Nordkap da oben hin, weil ab Oktober wird es da oben auch schon richtig kalt und auch schneeig und deswegen, weil ich ja nicht den Schnee um mich haben will, dann auch von da aus dann aber über den schnellsten Weg dann wieder über Schweden oder schnellste Weg, ich würde über Schweden angucken dann nochmal und dann über Dänemark dann nochmal hier nach Schleswig-Holstein Verwandtschaft besuchen
Und dann wäre es auch schon wieder Oktober, November des darauffolgenden Jahres und dann langsam wieder Richtung ja, Spanien wieder zurück. Das wäre so meine Planung fürs kommende Jahr, also das, was euch erwarten wird. Da nehme ich euch gerne auf diese Reise mit, also einmal quer durch Europa durch und alle Länder, alle Menschen, alle Nationalgerichte, die man da irgendwie dann kennenlernen kann, also alles einfach mal mitzunehmen. So, und jetzt gerade die Frage mit diesem Bild hier. Und da sage ich ganz herzlichen Dank an Tanja, weil Tanja hatte ich das erklärt, immer wo ich längst war, hat sie mir ein ganz tolles Bild gemalt. Die ist da auch und freut sich ganz toll. Und dann sieht man hier das Wohnmobil, den Rudi, der fährt hier jetzt erstmal runter nach Gibraltar. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was das hier oben bedeutet. Das ist nämlich die Flagge von Gibraltar. Und dann von dort aus eben halt auf diesem Wege dann hoch zum Nordkap mit der norwegischen Flagge da oben. Also Tanja, lieben Dank für dieses Bild. Das bekommt einen Ehrenplatz bei mir im Wagen und auf der Reise. Es wird immer mal wieder gezeigt werden, weil das ist quasi die Perlenkette hier durch Europa durch. Und wo ich dann die einzelnen Stops machen werde, das werde ich ja dann schauen und recherchieren und gucken, wo es dann wirklich spannend und interessant ist. Ich denke mal, dass diese Strecke schon selber ein wahnsinnig interessanter Punkt sein sollte. Das, was man eben halt in einem normalen Urlaub gar nicht schaffen kann. Und das jetzt alles mal Ruhe und Suche. Wenn ich jetzt da unten starten würde, würde laut Navi einmal hier längs fahren, dann wären das 74 Stunden Fahrt. Das sind ungefähr drei Tage. Also innerhalb von 3 Tagen, wenn man morgens und nachts durchfährt, dann wäre man dann da oben. Aber ich habe jetzt 9 Monate Zeit dafür oder 9, ja, habe ich mir Zeit genommen dann, sodass ich dann also wirklich ausreichend Zeit habe, dann überall mal Pause zu machen, anzuhalten, in eine Therme zu gehen, in ein Museum zu gehen, mir also die Länder anzuschauen, die Menschen kennenzulernen. Also das ist das, was ich eigentlich gerne möchte. Also ich glaube, das ist schon so ziemlich das Größte, was man in Europa eigentlich so machen kann. Und damit fange ich erstmal an. Und wenn ich weiß, wo es mir denn gefällt, dann kann ich da ja immer noch mal wieder hinfahren. Und dann war noch die große Frage von Eleonora. Auch du hast gefragt, ja, kommst du denn gar nicht nach Großbritannien? Und naja, wenn ich jetzt von Nord nach Süd fahre, dann liegt das nicht direkt auf dem Weg drauf. Aber die Idee für das Jahr drauf, 2024, könnte dann sein, dass ich quasi von Schottland hier über Großbritannien einmal bis zur südlichsten Spitze fahre, wo man mit dem Auto noch hinfahren kann, nach Richtung Griechenland, dass man aber so einmal diese Strecke hier nimmt. Dass man sagt, also einmal die West-Ost-Achse und einmal dann den Bereich von von Süden nach Norden eben halt hoch. Das wäre so das, was ich jetzt 2023, möglicherweise 2024, mir erstmal so ganz grob vorgenommen habe. Und da wollen wir mal schauen, was dann letztlich dabei rauskommt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid, was ich vorhabe. Ihr wisst Bescheid, was euch ungefähr in den nächsten Monaten erwarten könnte. Und was dann tatsächlich dabei rauskommt, darüber werde ich dann im Einzelnen berichten. Und nochmal Tanja, lieben Dank dafür. Und an Dirk natürlich auch. Wir werden uns dann auf jeden Fall in Lettland sehen. Euch allen einen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Gebt dem Kanal ein Like und abonniert den Kanal. Herzlichen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video.